Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge möchte ich euch drei Gameboy-Rollenspiele vorstellen. Das war dieses Mal ehrlich gesagt gar nicht so leicht, da ich jetzt keine allseits bekannten wie Pokémon oder Mystic Quest oder Zelda zum Beispiel irgendwie hier mit reinnehmen wollte, sondern euch was Neues bieten wollte und dann auch nur Spiele, die bei uns in Europa erschienen sind. Da könnt ihr euch vorstellen, wow, das hat das Zielfeld echt sehr stark eingegrenzt, weil viel ist hier gar nicht erschienen. Ich weiß gar nicht, warum sogar, aber ich habe trotzdem drei Spiele zusammengesucht. Ich hoffe, euch gefällt die Auswahl. Und wenn ich vielleicht so ein bisschen ein ähnliches Video machen soll über Rollenspiele, die auch außerhalb von Europa erschienen sind, würde es mich freuen, wenn ihr einfach mal einen Kommentar da lässt und diesen Wunsch äußert. Dann weiß ich Bescheid, dass ich das auch irgendwann mal machen werde. Aber jetzt genug der langen Vorrede. Viel Spaß mit den Vorstellungen. Sword of Hope tauchte zu Beginn der 90er Jahre auf und brachte eine erstaunlich komplexe RPG-Erfahrung auf den kleinen Bildschirm des Gameboys. Und das zu einer Zeit, als der Gedanke an tragbare Spielekonsolen noch ziemlich neu war. Stell dir vor, du greifst nach deinem Gameboy und bist plötzlich nicht mehr im Kinderzimmer, sondern mittendrin in einer epischen Geschichte, die dich in der Rolle des jungen Prinzen Theo schlüpfen lässt. Seine Mission? Nichts Geringeres als sein Königreich von den Fängen eines bösen Zauberers zu befreien. Das klingt nach einem Stoff aus dem Abenteuersinn, oder? Und genau das war Sword of Hope. Die Reise führte euch durch düstere Wälder, geheimnisvolle Höhlen und Ruinen, die ihre eigenen Geschichten erzählten. Dabei war das Spielgeschehen eine klassische Mischung aus Point-and-Click-Abenteuer und Rollenspielelementen, bei dem du mit der Umgebung interagieren konntest, indem du aus den Aktionen wie Schauen, Nehmen oder Kämpfen wählst. Die Kämpfe selbst waren rundenbasiert, eine Einladung, deine strategischen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Trotz der begrenzten technischen Möglichkeiten des Gameboys war die grafische Darstellung von Sword of Hope etwas, was viele in Erstaunen versetzte. Die Welt war detailreich, die Monster kreativ und alles trug zu einer Atmosphäre bei, die dich einfach nicht mehr losließ. Und dann war da noch das Soundtrack, der trotz der technischen Einschränkungen die perfekte Stimmung für deine Abenteuer setzte. Das einzige Negative, was man hier vielleicht sehen könnte, ist, dass die Darstellung der Welt sehr, sehr klein ist da oben. Aber Vorsicht! Sword of Hope war auch kein Spaziergang. Das Spiel forderte dich heraus, ließ dich grübeln und planen. Die Rätsel waren knifflig und die Kämpfe verlangten nach einer klugen Strategie. Es war genau diese Mischung aus Herausforderung und der Freude am Entdecken, die Sword of Hope zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. Zusammengefasst, Sword of Hope war mehr als nur ein Spiel. Es war eine Einladung in eine andere Welt, eine Demonstration dessen, was möglich ist, selbst auf einer so kleinen, bescheidenen Plattform wie den Gameboy. Für Liebhaber von Retro-Rollenspieler oder solche, die eine nostalgische Reise in die Anfangstage der Handheld-Spiele erleben möchten, bleibt Sword of Hope ein unverzichtbares Abenteuer und den Start in ein Genre, das es recht schwer auf den Gameboy hatte. Und später erschien auch noch ein zweiter Teil, der so einige Schwachstellen des ersten Teils ausbügelte. Leider erschien es bei uns nicht in Europa. Lizenzspiele sind meistens nicht so gut, oder? Das hier ist zum Glück anders. Das ist Dragonheart, ein Action-Adventure, das sich direkt in die Welt von Bowen katapultiert, einem Ritter, der sich mit dem letzten Drachen zusammentut, um sich gegen den bösen König zu rebellieren. Inspiriert von natürlich vom gleichnamigen Film von 1996, schnappt sich Dragonheart die Handlung und wirft dich Kopf voran in eine Welt voller Erkundung, Kämpfe und Abenteuer. Und auch das alles auf diesem kleinen Bildschirm des Gameboys. Du schlüpfst in die Rolle von Bowen, ziehst durch Wälder, stürmst Burgen, folgst dabei größtenteils der Filmvorlage, aber mit deinem eigenen Twist. Die Kämpfe sind packend, eine perfekte Mischung aus Schwertgefechten und Fernangriffen, die Bowen meistert. Doch es gibt mehr als nur Action. Dragonheart bringt eine überraschende Tiefe und RPG-Elemente in das Spiel, die es dir erlauben, Bowen nach deinem Geschmack anzupassen und auch zu verbessern. Grafisch macht Dragonheart echt was her für einen Gameboy-Titel, vor allem im Vergleich zu Sword of Hope eben gerade. Die detaillierten Charaktere und Umgebungen, gepaart mit flüssigen Animationen, machen jedem Kampf und jeder Erkundung zu einem echten Erlebnis. Also für Gameboy-Verhältnisse natürlich. Und dann ist da noch das Soundtrack, der dich mit den mittelalterlichen Melodien begleitet und für die perfekte Atmosphäre sorgt. Auch wenn die technischen Grenzen des Gameboys die Vielfalt ein wenig natürlich einschränken. Aber dennoch haben wir hier einen großen Fortschritt im Vergleich zu Sword of Hope. Schon alleine, weil die Umgebungsgrafik hier wesentlich größer dargestellt wird. Das Spiel trifft dabei einen süßen Punkt beim Schwierigkeitsgrad. Herausfordernd, aber nicht frustrierend, was sowohl Neulinge als auch Veteranen anspricht. Klar, könnte man sagen, die Kämpfe werden irgendwann ein bisschen eintönig und die Story ist ziemlich linear, was die Erkundung auch ein bisschen einschränkt, aber Dragonheart bleibt ein packendes Abenteuer, das sie nicht so schnell loslässt. Kurzum,
Es ist ein Spiel für den Gameboy, das ein beeindruckendes kleines Action-Adventure-RPG ist, das es schafft, den Geist des Films in ein tragbares Format zu packen. Mit einer gelungenen Mischung aus Action, Abenteuer und einer Prise RPG-Elementen hat es definitiv seinen Platz in der Welt der Retro-Games verdient. Auch wenn es hier und da natürlich seine Macken hat, ist es ein Paradebeispiel dafür, was auf dem Gameboy damals möglich war und ist daher vielleicht sogar ein Must-Have für alle, die eine Zeitreise in die Vergangenheit des Gamings unternehmen möchten. Dieses Spiel ist jetzt natürlich kein ganz klassisches Rollenspiel. Aber ich führe es hier trotzdem mit auf, da es schon recht nahe kommt und ehrlich gesagt ist auch die Auswahl nicht zu riesig ist, wie schon angesprochen. Harvest Moon auf dem Gameboy ist eine Art magische Zeitkapsel, die dich direkt in die Gummistiefel eines Bauern katapultiert, dessen Ziel es ist, einen heruntergekommenen Hof mit neuem Leben zu erwecken. Zurück in die 1990er Jahre hat dieses Spiel nicht nur das Genre der Landwirtschaftssimulation für Handheld-Konsolen praktisch erfunden, sondern auch gezeigt, dass entspannte und tiefe Spielerlebnisse nicht unbedingt eine High-End-Konsole brauchen. Das Spiel lädt dich ein, einen ganz anderen Alltag zu leben. Felder bestellen, Pflanzen sehen und ernten, Tiere versorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufbauen. Klingt simpel, aber Harvest Moon ist alles andere als das. Es ist eine tägliche Routine, gepaart mit dem Wechsel der Jahreszeit und den unzähligen kleinen Entscheidungen, die das Spiel so fesselnd machen. Hier geht es nicht nur darum, den größten Kürbis zu züchten, sondern auch darum, ein erfülltes Landleben zu führen und vielleicht sogar eine Familie zu gründen. Visuell ist Harvest Moon ein echter Hingucker mit detaillierten Grafiken, die für ein Gameboy-Spiel wirklich beeindruckend sind. Jede Pflanze, jedes Tier und jeder Charakter strahlt seinen ganz eigenen Charme aus und der Wechsel der Jahreszeiten bringt eine zusätzliche Ebene der Immersion. Die Musik und die Soundeffekte sind die Kirsche auf dem Bauernhofkuchen, die die idyllische Stimmung perfekt einfangen. Was den Schwierigkeitsgrad angeht, trifft Harvest Moon genau den richtigen Ton. Es ist einladend für Neulinge und bietet gleichzeitig genug Tiefe, um auch erfahrene Spieler zu fordern. Die Steuerung ist intuitiv und steht euch niemals im Weg. Kurz gesagt, Harvest Moon ist mehr als nur ein Spiel. Es ist eine Einladung zu entschleunigen und eine Welt einzutauchen, die sowohl simpler als auch zutiefst befriedigend ist. Es hat das Fundament für eine ganze Spieleserie gelegt und bewiesen, dass Videospiele eine entspannte Auszeit vom Alltag bieten können. Mit einem unwiderstehlichen Charme, der strategischen Tiefe und dem einladenden Gameplay bleibt Harvest Moon ein zeitloser Klassiker, der zeigt, wie lohnend ein virtuelles Leben auf dem Land sein kann. Jeder Besuch auf dem Bauernhof ist wie ein kleines Abenteuer, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Eine Erfahrung, die einfach nicht alt wird.